Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Evolve. Heute mit dabei in kleiner Runde der Grants. Moin, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Das ist, finde ich gerade ziemlich krass. Ich habe den Hank Elite Skin. Und ich habe nicht gemerkt, wann ich den freigeschaltet habe. Leute, ich weiß nicht, wenn ihr euch dran erinnern könnt, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Wann habe ich den freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Hast du eigentlich auch die Goldskins von den Monstern? Ja. Na klar. Ich weiß gar nicht, ob ich die habe. Aber ich müsste die eigentlich haben, weil wir haben ja genau in der Session gespielt. Dann müsstest du den auch haben, ja. Aber die hast du einfach, kriegst keine Nachricht oder so, ne? Nee, war einfach dann da. Okay. Hä? Dann ich hab den Elite-Skin habe ich nicht freigeschaltet. Da hat mir, glaube ich, noch 20 gefehlt. Ja, ich weiß es nicht. Bringt ja nicht, sich jetzt Stress zu machen, Chef. Ich warte auf die Kommentare. Ja, das ist kein Ort für Zweifel. Meistens wissen die Leute ja alles besser. Das ist immer ganz gut. Zweifel setzen sich jetzt hin und gucken nochmal alle deine Evolve-Videos. Ja, da habe ich die Views generiert. Na toll. Oh, das ist der zweite Elite-Skin, den ich habe, Leute. Du bist der Supporter, ne? Ja, genau, ich bin Hank. Ja, weil ich gerade gesehen habe, dass ich bei Hank den Elite-Skin habe. Und dann dachte ich so, komm, den muss ich dann auch jetzt mal rausholen. Ja, ich meine, ich habe den selber noch nie gesehen. Ich hab den nicht freigespielt, aber immer noch. Ich wurde bestimmt, ich wurde bestimmt gehackt und der Typ hat einfach nur den Elite-Skin freigespielt. So. Wie bei dem Bekannten von mir und Vita mal bei World of Warcraft, dem sein Account wurde gehackt. Er hat das dann irgendwann gemerkt, sich wieder eingeloggt und der Typ war scheinbar noch nicht fertig. Und auf seinem Account war jede Menge Gold und anderes Zeug. Ah, dann war das so das Zwischenlager quasi. Und hat den Charakter weiter hochgespielt und so. Das Gebiet wird überwacht. So, was haben wir denn überhaupt für Gegner? Goliath, ne? Jo, Standard Goliath. Er hat ja auch schon hier wieder die Viecher aufgeschreckt gehabt. Ich könnte mir vorstellen, er ist nach rechts gegangen. Oder Leute, die es auf Deutsch mögen, den Goliath. Goliath! Ich bin David. Spielst du es auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch. Ja, ich auch. Aber damals hat... Nee, da war das auf Englisch, ne? Ja. Dünenkäfer, shit. Wo ist der? Hast du was, Grants? Nee. Die anderen sind da am Arsch der Welt vor allem. Ein Sensor weniger. Du kannst ihn nicht verstecken, Monster. Der schleicht auf jeden Fall auch, weil hier sind nirgends Spuren. Da ist ein Albino. Da hinten. Oh no. Du hast ihm gejonest. Die Kapuze gemacht. Kapuzenwurm. Musst du mich gerade unsichtbar machen? Hübsche Trophäe. Oh, ich habe irgendwas gerade freigeschaltet. Ah, lege 237.000 Meter mit dem Jetpack zurück. Ah, er will den... Ja, alles klar, ich weiß, was er vorhat. Er will den Albino killen, damit das Monster nicht den Buff kriegen kann, weil dieser hier gibt einen Heilungsbuff. Aber ist das nicht bei ich jedem... Weiß nicht, was du bist. Also, aber du bist jedes Monster gibt einen festen Buff. Okay, aber ist das nicht immer unterschiedlich für jeden, für Monster und Jäger? Teilweise schon. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie gesagt wird, Geschosswaffen machen den Schaden, dann geht's ja beim Monster nicht. Aber Heilung und so ist immer gleich. Oder wenn 35% mehr Schaden ist, auch für beide gleich zum Beispiel. Mhm. Was komisch, dass der noch in Stufe 2 ist. Der ist schon so lange unterwegs. Und der ist vor allem die ganze Zeit alleine unterwegs. Also ja, ja. Wir haben den ja noch nie wirklich irgendwie... gesehen. Da ist er. Mr. J. Er ist getrappt. Sehr schön, ich komme. Er ist unten, unten, unten. Hier hinter. Wenn du mich siehst. Da unten rechts. Ja, hier unter dem Ding quasi. Kannst ihn ruhig angreifen. Ich bin dabei. Denk an dein Schild. Das Monster hat sich losgerissen. Geht durch wie durch Butter. Das Vieh spuckt Feuer. Das Vieh spuckt Feuer. Wo ist das Vieh überhaupt? Hier hinten. Das nenne ich mal aufgespießt. Er will nicht kämpfen. Das Ding hat das Seil zerrissen. Genau ins Schwarze.
Die Arena lässt nach. Oh shit, Arena. Okay. Mal sehen, Arena ist gleich down, leider. Ah, shit, der geht weg. Betäubungsfall sagt, das Monster ist sauer und lang. Okay, shit, ist weg, ich leider. Schild bereit. Oh, er will doch noch kämpfen, okay. Aha, jetzt hängst du fest. Go, go, Griffin. Halt ihn fest. Richtig. Zau da ab. Ja, Pule von dem ist echt so arschig. Ja, die ist cool. Medic, mach dich nützlich. Technologie ist was Feines. Ich fühle mich wunderbar. Euch, Leute. Da, ein Albino. Wer hat denn da hinten hingepinkt, hä? Feuer auf ein Albino! Ich hab das Ziel getroffen. War kein Problem. Hä, hast du ihn? Nee. Nee. Aber da waren gerade Vögel. Ist der wieder umgedreht, oder was? Wo waren die Vögel? Hinter uns waren die Vögel. Ich glaube, die waren von vorhin noch. Okay. Ich behalte meinen Heilungsvorteil. Das ist kein Stein, das ist auch. Ein Riesenmaul. Ja, gegen so einen Gegner wünscht man sich halt immer die Daisy, ne? Ja, absolut. Mich wundert aber trotzdem, dass der immer noch nicht Stufe 2 ist. Ist er noch nicht Stufe 2? Nee, er ist noch nicht evolved. Also, wenn, habe ich es verpasst. Da hat er gefressen. Ah, ja, jetzt. Okay. Wir sind getarnt, Leute. Einmal direkt unsichtbar machen. Irgendwo da hinten sein. Ist doch zurück, glaube ich. Er ist doch, glaube ich, in die Richtung, wo die Vögel eben waren. Nur am Schleichen, leider. Wir haben ihn halt auch noch keinen Schaden wirklich gemacht, weil der gut geschildet war. Mhm. Ich glaube, er ist hier bei mir. Er ist durch eine. Ist, glaube ich, durch eine Falle gerannt. Durch eine Dings gerannt, ne? Durch einen Sensor? Ne, ich habe ihn nicht gesehen. Gerade eben sagte Griffin, wir haben einen Ton. Da ist er. Da vorne muss er sein. Scheiße. Habe ich mein Headset wieder falsch rum auf, scheinbar. Jetzt ist er in einem Dingens da. Oh, scheiße, ich bin richtig weit weg. Ist er getrappt oder was? Ne, noch nicht. Oh, fuck, ich bin so dumm. Ha, ich hab mich selber befreit. Geil. Das wusste ich nicht, dass das geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist getrappt jetzt übrigens. Ich bin unsichtbar, weil der eine Typ hier so kassiert hat. Okay, mal sehen, wie ihm das schmeckt. Ich bin unbesiegbar. Gewitter! Oh well! Oh, jetzt will er mich, okay. Die Zeit wird knapp. Well, danke, dass du dich nicht revanchierst. Überleg mir dann auch nochmal, ob ich dich nächstes Mal shielde, Fräulein. Jetzt will er mich. Hey, es blutet, es hat keine Panzerung mehr. Das dürfte eine Weile halten. Ah, ich bin doch am Boden. Ich muss erstmal abhauen, leider. Obwohl, nee, warte, ich vielleicht doch nicht. Komm schon, ich kriege ihn noch. Oh, komm schon. Nein, mein Airstrike. Ich kriege ihn noch. Er ist hinter dir. Oh, ich liege, aber ich hab's noch. Nee, ich lieg nicht. Oh, geil, ich kann abhauen. Komm schon, ich brauche Heilung. Ich brauche hier Hilfe. Haut ab. Ah, echt? Ja. Okay. An der Stelle hätte ich die Sache jetzt zu Ende gebracht. Ich auch. Norman, ah, er will rechts lang. Das Biest hat die Vögel aufgeschreckt. Wenn diese Kreaturen hier häufiger vorkommen, verstehe ich auch, warum sie uns brauchen. Ja. Irgendwann hat er den denn fertig gemacht. Ah, ne, den habe ich ja mit dem Airstrike fertig gemacht. Ne, ich war gefangen. Also, ich war von dem dicken Viech gefangen. Und hab irgendwie. Da ist er.
Hab irgendwie trotzdem noch den Airstrike machen können. Dann verpassen wir ihm mal einen fiesen Krater. Ich heb den hier auf schnell. Mhm. Versucht ihn am Fressen zu hindern. Arbeite dran. Jetzt will er mich dran hindern, ihn wieder zu hindern. Er wollte nur, dass du dein Schild machst. Macht nichts. Ich kümmere mich um dich! Ich brauche einen Moment. Folgt dem Signal! Okay, der wird jetzt im Kreis rennen, denke ich mal. Versuche ihm hier den Weg abzuschneiden. Ein seltenes Geschöpf. Und sollten wir nicht alle da rumrennen, dann gehe ich ihm nach. Falls er umdreht. Da ist er. Ich richte eine Arena für euch ein. Ah, shit, er ist. Aber er ist getrappt. Er ist definitiv getrappt. Hallo, okay. Braucht jemand einen Airstrike kommt. Okay. Ah, den glaube ich nicht getroffen. Ah, der rennt glaube ich mal die Minen. Die Minen sind OP, geil. Sind echt gut. Kannst du Minen bei mir legen? Hier? Ja. Weil falls er mich holen will. Na, wie viel uns? Ja, genau, dann rennt er nämlich komplett rein. Weil wenn ich schilde, dann will er oft mich holen halt. Jetzt will er. Oh shit, den Medic. Lock ihn durch die Minen. Ich kann dich gerade nicht schilden, du musst dein Ding ins nehmen. Weil ich heb den Medic schnell auf. Damit der Medic dich heilen kann. Ich nehme die Medipistole. Zeit für die schweren Geschütze. Ich bin hier weiter auf. Durch meine Minen. Sehr schön. Oh, fuck. Jetzt bin ich am Boden. Ist er bei dir noch? Nee, ne? Nee, nee. Der Medic holt mich gerade. Markov, alles wird gut. Zeit für ein paar Schmerzen. Minen bereit. Komm schon, halt dich fest, Tank. Sauber. Du bist wohl nicht so leise, wie du dachtest. Ach, schade. Das fast noch den Airstrike erwischt. Aber gut aus. Die Distanz. Du bist wohl nicht so leise, wie du dachtest. Oh shit, du hast zwei Strikes und der Medic hat zwei Strikes. Also gute Vorarbeit von ihm. Ja. Wenn er jetzt Stufe 3 wird, es wird sehr schwer. Dann kann er es zu Ende bringen. Ich ja. Er hätte es aber auch eben schon. Oh ja, sehr gut. Komm, geh da in die Pflanze. Wir haben ja noch nicht genug zu tun. Na, wie fühlen wir uns? Gibt erstmal eine Schelte vom Grants. Haben ja alle noch keine Strikes, kein Problem. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, bei Evolve habe ich die Hoffnung schon länger auf. Dahin ist er Evolved. Aber zu Stufe 2. Stufe 3 ist er noch richtig. Nicht. Weil er kann das Relay noch nicht angreifen. Weiß nicht, kann sein. Viel wichtiger ist, dass das da ist mir schon klar. Hier sind Spuren, die gehen aber in unsere Richtung. Hab ich gehört. Angeblich irgendein. Ist jemand unten lang gegangen? Tja, ich habe eine Menge verrückte Geschichten gehört. Ich kann ja mal gucken. Das ist der Punkt. Niemand weiß es, weil niemand überlebt hat. Keine Ahnung, Mann. Sag du es mir. Ah, oh, wenn wir jetzt Daisy hätten. Mhm. Ohne Daisy kannst du den auch sehr schnell übersehen, wenn er sich irgendwo versteckt. Ey, Wolf hier irgendwo. Das hört sich so nah an. Hört sich aber irgendwie immer nah an. Kein Feuer, okay. Ich gehe zum Relay. Feuer auf einen wütenden... Was weiß ich. Seht mal, ein paar hungrige Vögel. Da, eine hungrige Pflanze. Oh, guck mal, wo der ist, da am Arsch der Welt. Ja, ich kann ja schon mal das Relay hier so ein bisschen versehen mit Minen. Ja, dann werde ich auch hier stehen bleiben und shielden. Da freut sich der Goliath. Er kommt, er kommt, er kommt. Sei vorsichtig. Okay. Gut. Ich shield mich erstmal selbst. Musst du auch, ja. Ist dein Schild schon weg? Ja, ach du Heilige. Du brauchst ihn nicht fressen. Wir haben keinen Lazarus, mein Lieber. Boah, shit. Ja, ich liege auch.
Alter, Stufe 3 ist, das ist krass. Ja, wir haben ihn auch sehr wenig Schaden vorher leider gemacht. Ja, weil wir ihn halt nicht gefunden haben, ne? Oh, da ist der nächste down. Medic, entweder jetzt abhauen oder hochhelfen. Der hat aber richtig viel auf den Felsen geskillt. Oh! Scheiße. Dann verpassen wir ihm mal einen fiesen Kater. Komm schon. Sehr schön. Ja, naja, sehr schön würde ich das nicht nehmen. Ja gut, immerhin leben wieder welche, ne? Ja, ich bin tot. Und der Trapper, Minute. Wie lange noch? Minute. Oh, ne, schafft er auf keinen Fall. Ja, nicht die Hoffnung zerstören, aber wenn er das schafft, dann ist er OP. Ja. Weniger erfolgreiche Jagd. Ja, gut, aber der hat sich echt lange Zeit so stealthy irgendwie durch die Gegend bewegt. Aber trotzdem hätte er das vorher schon beenden können. Ich hätte es auch, glaube ich, gemacht. Also ich hätte es versucht an seiner Stelle, weil er hatte eigentlich noch genug HP. Ja, eben. Nichtsdestotrotz. Der Laserschneider. Ja, jetzt habe ich echt hier den Elite. Ja, dann der nächste ist Cabot. Wird ja also alles freischalten, ja? Ja, muss ja. Muss ja. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jo, Leute, dann sagen wir mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Jo. Und ich denke mal, weiter geht's dann bei der nächsten Runde, ne? Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.